Hi Leute, ich bin Albert von wpr.de und ich sage herzlich willkommen zur nächsten Episode, also zur zweiten Episode dieses Mal von Top 5 Windows Deals. Und im Grunde zeige ich euch heute einfach 5 gute Angebote für Windows-Geräte, die ich in den letzten paar Tagen und Wochen eigentlich zusammengesucht habe und wo man wirklich jetzt für eine sehr kurze Zeit noch zuschlagen kann und wo die Preise dann auch sehr viel niedriger sind im Vergleich zum normalen Marktpreis. Ja, das erste Angebot ist das Lenovo Mix 3. Das ist ein 10 Zoll Windows Tablet mit einem Full HD Display, Quad Core Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Und das Interessante daran ist eben, es bietet eine Art Tastatur dazu, ein Tastaturdock, das man eben jederzeit an das Tablet anstecken kann und damit auch wirklich einige Arbeiten erledigen kann. Und deswegen ist das Gerät vor allem interessant, denn es kostet derzeit auf eBay in Großbritannien 144 Pfund. Das ist umgerechnet mit den Versandkosten, zumindest nach Österreich, also zu mir her, kostet das Gerät 223 Euro. Und das ist dann doch deutlich niedriger als der Preis, zu dem es aktuell bei uns verkauft wird. Ja, im Grunde, was gibt es zu dem Gerät zu sagen? Ich hatte es schon einige Male in der Hand und ich kann sagen, es ist sehr dünn. Die Verarbeitung ist ganz gut, die Buttons sind, soweit ich mich erinnern kann, etwas locker, man kann wirklich nichts sagen dagegen, sie sind wirklich gut verarbeitet, aber sie wirken ein bisschen locker. Die Tastatur ist gut, muss ich sagen. Ich habe ganz interessant gefunden, dass es eben hier an der Seite, wenn man sich auch hier das Bild ansieht, einen USB-Port gibt beim Cover. Das ist wirklich eine sehr gute Lösung, finde ich. Und wer aktuell ein günstiges 10 Zoll Tablet sucht mit einem wirklich guten Display, der sollte hier unbedingt zuschlagen. Ja, wir bleiben eigentlich bei den Geräten mit wirklich gutem Display, vor allem in ihrem Preisbereich. Und hier haben wir das Inspiron 15 von Dell. Das ist ein 4K 15 Zoll Ultrabook oder Notebook eigentlich. Und es ist derzeit zum Preis von 799 erhältlich. Und dafür erhält man hardwaremäßig 16 GB Arbeitsspeicher, Intel Core i7 Prozessor und eine AMD Radeon R7 M270 Grafikkarte mit 4 GB DDR3 Grafikspeicher. Und was das Ganze interessant macht, ist eigentlich wirklich der Preis. Ich muss sagen, selber bin ich kein großer Fan von 15 Zoll Notebooks, aber bei solchen Display-Auflösungen und auch wirklich bei der Hardware zu dem Preis, dann kann man wirklich ernsthaft darüber nachdenken, denn man findet wirklich in diesem Preisbereich sehr wenig andere Geräte, die günstiger sind als das Dell Inspiron 15. Ja, und dafür benötigt ihr eben einen Gutscheincode und diesen möchte ich jetzt nicht vorlesen. Auf jeden Fall bekommt ihr den ganz oben auf der Seite. Ich werde ihn auch unter das Video in der Beschreibung dann noch einfügen und einfach zur Dell-Seite gehen, das Gerät, falls es euch interessiert, ansehen und dann auch, wenn ihr möchtet, bestellen und den Gutscheincode bei der Kasse eingeben und dann bekommt ihr es für 799 Euro und das ist meiner Meinung nach für das Gerät ein wirklich, wirklich guter Preis. So, jetzt schauen wir mal weiter zu den günstigeren Notebooks. Da hat Notebooks Billiger nämlich eine wirklich sehr interessante Aktion, nämlich das HP Pavilion X360. Ein wirklich sehr beliebtes Gerät, ist wirklich in jedem Mediamarkt praktisch gesehen zu finden und viele haben es von euch vermutlich auch schon gesehen. Ist ein sehr günstiges Gerät, ein 11,6 Zoll Windows Notebook mit Intel Celeron Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 500 GB HDD und es ist wirklich auch, denke ich zumindest, ein guter Ersatz für all jene, die aktuell von Windows XP umsteigen möchten. Und zu dem Preis ist es wirklich ein solides Notebook, das auch genügend Performance bieten sollte im Alltag. Von der Verarbeitung her, bei solch günstigen Geräten kann man sich wirklich nicht viel erwarten. Das heißt, man bekommt kein Aluminiumgehäuse und auch kein wirklich sehr hochwertiges Gerät. Aber das Polycarbonat auf dem Gerät wirkt auch sehr solide, also da kann man wirklich nichts sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einem Surface Pro Tablet oder aus dem Surface 3 überhaupt. Und ich würde sagen, für den Preis ist es schon schwer in Ordnung. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und für all jene, die nicht so lange warten möchten auf das Lenovo Mix 3, da gibt es bei Notebooks Billiger ein sehr interessantes Angebot, nämlich das Asus Transformerbook gibt es dort für 199 Euro. Für rund 20 Euro weniger muss man sich aber dafür mit einem HD-Display, also wirklich mit einem etwas schlechteren Display im Vergleich zum Full-HD-Display des Lenovo Mix 3 abfinden und auch noch mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich habe zwar einige Geräte mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher getestet und ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist kein wirklich großer Unterschied zu bemerken, wenn man nicht wirklich viele Tabs beispielsweise im Internet Explorer gleichzeitig offen hat und so weiter. Also wenn man wirklich
nicht zahlreiche Tabs über 10 offen hat, dann macht das eigentlich kaum einen Unterschied. Die meisten Spiele aus dem Windows Store schaffen wirklich ziemlich gut, das muss man ja auch sagen. Und den größten Unterschied gibt es eigentlich beim Multitasking. Ansonsten sind die beiden Geräte von der Alltagsperformance her auf jeden Fall sehr ähnlich, also da muss man wirklich nichts sagen. Was ich aber hier beim Asus besser finde, muss ich sagen, da ist die Tastatur einfach wirklich gemütlicher zum Schreiben. Das Touchpad ist sehr gut, es ist eine harte Tastatur, also wie beim Acer Aspire Switch 10. Wenn das jemandem was sagt, ist auch ein sehr beliebtes Gerät gewesen und so kann man das Gerät wirklich auch produktiv als ein kleines Notebook verwenden. Den Link dazu gibt es wieder in der Beschreibung und wir machen gleich weiter, nämlich mit dem letzten Deal. Und ja, beim letzten geht es hauptsächlich eher um Gaming, sagen wir mal so. Beim letzten Mal hatten wir hier an dieser Stelle die Xbox drin. Jetzt gibt es etwas für mobile PC-Gamer, nämlich das Lenovo 5070. Ja, das ist ein 15 Zoll Gaming-Notebook von Lenovo und ich habe selbst die 17 Zoll Variante getestet und war auch sehr begeistert. Was mir bei der 17 Zoll Variante eben missfallen hat, muss ich gleich sagen, war ein sehr stark spiegelndes Full HD Display, war aber auch leider ein Touch Display, muss man sagen, weil ehrlich gesagt hatte ich dafür auch keine Verwendung. Und das nächste ist eben, dass die Tastatur auch sehr nahe am Display ist, aber das ist eben das Manko generell eines Gaming Notebooks. Was mir dort aufgefallen ist, das war eben, dass man wirklich sehr viel Performance hat. Dafür, dass es eben ein mobiles Gerät ist, also halbwegs mobil mit 17 Zoll. Es war meiner Meinung nach sehr schwer, bin eigentlich relativ dünne und leichte Notebooks gewöhnt. Und ja, die Akkulaufzeit lag bei etwa 2 Stunden im Normalbetrieb, 2,5 Stunden, wenn man wirklich fast nichts damit gemacht hat. Die Performance beim Gaming war relativ gut, muss ich sagen. Es schaffte mit einem Core i5-Prozessor und 500 GB HDD, also tatsächlich schwächer als diese Variante, die wir hier haben, mit 15 Zoll, schaffte es Dying Light mit rund 33 Frames im Durchschnitt bei mittleren Einstellungen. Aber man muss auch dazu sagen, dass es diese Performance wirklich nur schafft, wenn es nicht im Akkumodus ist, also wenn es an der Steckdose hängt. Diese 15 Zoll Variante ist dann noch etwas stärker und da bin ich zuversichtlich, dass es wirklich alle aktuellen Games zumindest auf mittleren Einstellungen spielen kann. Ja, und dieses Gerät gibt es aktuell mit Core i7 Prozessor, Nvidia GeForce 960M Grafikkarte, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD zu einem Preis von 999 Euro bei Amazon. Und das ist wirklich ein sehr guter Preis meiner Meinung nach, denn es gibt wenig vergleichbare Notebooks, die unter 1000 Euro zurechtkommen. Beispielsweise das HP Omen 15, das gibt es erst ab 1500 Euro und das hier ist wirklich ein sehr solides Gerät. Und ja, das war es auch schon von mir eigentlich. Und falls euch diese Episode wieder gefallen hat, dann gebt uns einen Thumbs up auf YouTube und teilt dieses Video mit euren Freunden und so weiter. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!